So, und wenn wir hier jetzt auf den Dark Visor gehen und den jetzt angreifen, dann können wir ihn die ganze Zeit beschießen. Wir sollten zumindest, können nicht. Ich dachte, achso, wir können ihn weiter anvisieren. Genau, stimmt, scheiße. Da hatte ich was. Ja, genau. Ihn aber weiterhin anschießen können wir, konnten wir nicht mehr. Gut, okay, dann... Ach, verdammt. Dann war das jetzt nochmal geklärt. Ich dachte aber eigentlich, dass wir ihn jetzt auch töten können damit. Naja, gut. Wie gesagt, nicht so wichtig. Die Eggering sind zwar nervig, aber man kann sie relativ leicht umgehen. Zumindest die meisten. Und die, wo man halt nicht umgehen kann, die kann man ganz gut in solche Fallen locken. Wie alle anderen Gegner eigentlich. Zumindest alle anderen Ing. So, kommen hier wieder Piraten? Ist mir eigentlich egal, weil ich gehe gleich ins Portal. So, schwupp. Und... So, schon sind wir drin. Und auch wieder drüben. Und ja, dann brauchen wir bloß zwei Räume gehen und sind schon mal im Tempel. Und haben damit den zweiten Bereich auch schon abgeschlossen, weil ich, was ich sehr schön finde, dann können wir schon auf den Weg zum dritten Bereich machen, was wir ja jetzt auch noch machen werden, denke ich. So viel Zeit muss noch sein, um Omas einen Besuch abzustatten. Und da muss ich ja echt sagen, sind wir hier in Torvus echt gut durchgekommen. Kein einziges Mal gestorben, die beiden schwersten Bosse einfach so geplättet. Ich bin überrascht, muss ich sagen. Ich hätte tatsächlich selber nicht gedacht, dass es so gut laufen wird. So. Und hier auch nicht lange warten, einfach bloß drauf. Ich glaube, das war sogar ein bisschen Overkill, aber macht mir jetzt gar nichts, weil die Viecher nerven einfach. Und da ist schön, wenn man die relativ schnell kaputt machen kann. So. Okay, da drüben haben wir einen Missile Container. Wir haben jetzt zwar nicht alle 120 Missiles gebraucht, was ich eigentlich auch schon erwartet hatte, weil das einfach bloß eine verdammt hohe Zahl ist, 120. So, aber die Gegner hier können wir jetzt die ganze Zeit verfolgen. Die sind jetzt so ein bisschen wie die Chozu-Geister. Und zwar, schwupp, sieht man, tun sich da einfach rüber, ja, teleportieren fast schon. Und man kann sie jetzt halt die ganze Zeit im Blick behalten und damit sehr schnell töten. Naja, was heißt sehr schnell? Sie brauchen immer noch verdammt lange, wie man sieht. Aber trotzdem deutlich schneller als vorher. Man muss halt auch die ganze Zeit angreifen kann. Und nochmal... Und jetzt hilft halt auch der Lightbeam was, weil der Lightbeam ist halt immer so ein bisschen gefährlich, weil er halt diese einzelnen Schüsse hat. Und wenn ein Schuss dann zu spät eintrifft, dann trifft er den Weltraumpiraten nicht mehr. Und ja, deswegen ist es jetzt so deutlich schneller gegangen natürlich. Aber davor war es immer ein bisschen blöd. So, na komm, jetzt gehen wir hier von unten rein. Ist aber gar kein Problem, ich wollte einfach bloß die Kanone gerade nicht benutzen. Na, ich bräuchte auch mal wieder ein bisschen Lightbeam-Muni. Das gerade eben hat doch schon einiges gekostet. Wie ist es eigentlich? Kann man Kisten auch zerstören? Und da bekommt man tatsächlich... Okay, gut. Auch von Kisten bekommt man Lightbeam-Munition. Wusste ich jetzt nicht mehr genau, ob das so war. Na gut. Zumindest meistens. Okay, gehen wir aber weiter. 76 sollte reichen. Und geben die Energie ab. Ah, ich freue mich... Und hier sieht es so friedlich aus, aber sobald hier alles dunkel ist und Giftsuppe um einen rum, schon sehen die Augen irgendwie gruselig aus. Gut, ich meine, jetzt sehen sie vielleicht auch nicht gerade wirklich sehr einladend aus, aber trotzdem. Irgendwie einladender als vorhin. So, hier nochmal einmal das Drehraum. Und dann, einerseits bin ich, wie gesagt, bin ich ja froh, andererseits bin ich auch traurig, weil Torvus ist wirklich so ein schönes Gebiet. Das nächste Gebiet wird auch zwar wieder sehr schön, auch von der Musik her. Aber, na, trotzdem, Torvus vermisse ich auch jetzt schon wieder so ein bisschen. Auch wenn ich, wie gesagt, froh bin, das hinter mir zu haben. Und damit bekommt der helle Erde die zweite Energie.
Energietransfer abgeschlossen. Energieversorgung des Tempels ist wiederhergestellt. Sehr schön. Oh, und es ist einfach schön, Torvus mal zu sehen, ohne dass es die ganze Zeit regnet. Zwar ist es immer ein bisschen schade, dass, naja, dass diese Hintergrundtexturen jetzt tatsächlich nicht wirklich sehr schön aussehen. Man kann eigentlich sogar sagen, das ist wirklich so dieses große Manko an diesem Spiel, dass wirklich sehr, sehr unschön sind, sage ich mal. Aber naja, da muss man dann halt auch wieder betrachten, dass das Spiel 10 Jahre? Ist 2004? Ich glaube, Metroid Prime 1 war 2002, ne? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Oder war das 6 und das andere 4? Ne, ist ja zu spät. Ich glaube, das war 2004. Hier. Und... Na, es ist egal, ob es jetzt 10 oder 8 Jahre her ist. Trotzdem ist es schon verdammt lange her. Und dafür sieht das Spiel einfach bloß Bombe aus. Dafür, dass es auch noch auf dem N64 ist. Und... Ja, wie gesagt, das ist so dieses einzige Manko, das ich tatsächlich hätte. Vor allem halt grafisch. Weil... Den Bereich, wo man... Oh, mit der Sonne. Das ist so schön. Wieso kann man das die ganze Zeit hier mit der Sonne spielen? Wobei, es gibt dem Ganzen irgendwie auch ein anderes Feeling gerade. Auch wenn wenn die Sonne hier sehr schön ist, trotzdem... Zu Torvus gehört einfach Regen. Es ist einfach dieser... dieser Sumpf, der die ganze Zeit... Der die ganze Zeit voll regnet. Deswegen, naja, wie gesagt... Es ist zwar sehr schön, aber... Torvus im Regen gefällt mir auch sehr gut. So, das wollte ich sagen. Ich war irgendwie gerade sehr konzentriert auf diese Fische zu bekämpfen. So. Darkbeam. Meine Munition ist wieder ein bisschen voll zu bekommen. Die brauchen wir zwar jetzt im Moment nicht, weil in nächster Zeit kein Boss kommen wird. Aber bald. Wobei ich dann wahrscheinlich nicht mehr in dieser Session sein werde, sondern schon in der nächsten. Aber das interessiert ja nicht. Irgendwann kommt schon wieder ein Boss. Und der wird auch nochmal krass. Also wenn ich drei schwere Bosse nennen würde, dann wären es der Boostballwächter, der Alpha-Block und der nächste Block. Der nächste Block, genau. Nein, der nächste Boss jetzt. Weil die drei haben es schon in sich. Alle in einer anderen Weise. Aber alle drei sind gefährlich. Vor allem der eine dann im Hard-Mode. So, jetzt dunkle Goliath-Wespen. Kommt. Nein, ihr seid hell. Von euch will ich nichts. Ich weiß, dass die irgendwann dunkel wurden. Ich gehe mal darüber kurz. Um mir einen Energietank zu holen. Er wäre nicht so weit weg gewesen. Das heißt, wir hätten auch noch holen können hier. Ihr seid dunkel. Ich hab's gehört. Das hört man. Ach, scheiße. Ich will diese dunkle Goliath-Wespen. Ich weiß, dass es die gab. Ich weiß noch nicht mehr wo und vor allem wann. Ich weiß, dass ihr vor dem Portal mal... Dass ich sie vor dem Portal auf jeden Fall gescannt habe, aber... Wann die jetzt genau kommen, habe ich doch keine Ahnung. Ach, Mann. Ich dachte nach dem Dings... Nach dem... Boss jetzt. Weil, keine Ahnung, riesengroße Goliath-Wespen, alle anderen Goliath-Wespen werden dunkel. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zumindest hier. Energietank hätte man sich holen können nach dem Grapple-Wächter. Und... Ja, das hier meine ich halt. Es ist... nicht wirklich so schön. Es soll zwar einen großen, schönen Planeten darstellen, tut es aber nicht unbedingt. Also, ja... Das ist halt so ein bisschen schade. Man wollte natürlich auch, oder... Was heißt man wollte natürlich auch, aber... Es war so... Tatsächlich auch das... Eigentlich das erste Spiel, das erste Metroid, das Hintergrundgrafiken tatsächlich brauchte. Weil alle anderen Metroids haben halt immer in Höhlen gespielt oder in Schluchten, jetzt zum Beispiel Metroid Prime 1 auch, hat man kaum bis gar nicht irgendwelche Hintergründe gesehen. Und deswegen war das zu dem Zeitpunkt einfach nicht notwendig, bis jetzt, wo man eine große Welt spielt, die man auch so frei erkunden kann und auch weitersehen kann. Und deswegen, nee, also ganz normal, blöden Mistviecher. Die waren noch nicht in der Dunklen, nee, im Dunklen gibt's keine... Hallo? Geh weg. Ah, Vasen. Ich hasse es, auf Vasen zu landen. Da habe ich noch schlechte Erfahrungen aus Dark Souls. Habe ich mir auch mal auf eine Vase festgebackt. Deswegen ist mir nie ganz geheuer, da zu landen. So, hier sind keine mehr. Scheiße, hier kommen Piraten.
Hallo. Die versperren aber nicht die Tür. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ich weiß, dass ich da hoch muss. Ich will eigentlich bloß gerade... Ja, was heißt, ich will nicht? Ich muss ja. Dankeschön. Ich muss ja, aber ich will diese verdammten dunklen Goliath-Wespen. Ich weiß nicht mehr, wie und wann und wo die kamen. Muss ich vielleicht mal nachgucken. Wobei, es ist immer noch ein Scan, wenn ich den dunklen Goliath-Wespen scanne. Oder die gab's doch. Langsam zweifle ich an mir selber, ob es die überhaupt gab. Aber ich denke eigentlich schon. Ich hoffe es zumindest. Naja, zumindest habe ich ansonsten dann ziemlich großen Scheiß hier die ganze Zeit gelabert. Aber ich denke eigentlich schon. Ich habe sogar noch einen Scan noch im Kopf. Die muss es geben. Da stand dran, dass bloß die oder nicht bloß die, aber dass die Schwächeren irgendwie die Goliath-Wespen übernehmen und sich damit halt beweisen müssen. Ich glaube, damit irgendwie einen stärkeren Gegner erledigen und sowas und dann werden sie halt so ein bisschen aufgestuft in den Rängen und dürfen halt was Größeres übernehmen oder was Größeres erjagen. So, aber jetzt kommt erstmal Umos wieder dran. Der Tempel von Taurus ist abermals erstrahlt. Nur ein Tempel noch entbehrt das Licht des Äthers. Brich auf zu unserer Festung, hoch oben in den Felsen. In der Festung findest du den letzten Tempel. Suche dort nach Wissen, bevor du das Nest der Ing eindringst. Doch gilt es, die Festung mit Obacht zu bestreiten. Ein Ort, der einst unter dem Schutz von Maschinen stand, die wir erschufen. Nun ist er nur mehr verdorben. Nun sind sie nunmehr verdorbene Sklaven der Ing. Sie werden dich nicht willkommen heißen. Unser Ziel rückt stetig näher. Möge das Licht des Äthers dich auf deinem Weg geleiten. Oh ja, und damit kommen wir dem dritten Bereich sehr nahe. Und zwar der geheiligten Festung oder dem Zuhause der Ing. Und dann natürlich auch auf der anderen Seite dem... Habe ich dem... Dem Zuhause der Luminov natürlich. Und auf der anderen Seite dann dem Nest der Ing. Und das hört sich einerseits zwar sehr schön an, andererseits natürlich auch sehr gefährlich. Und genau das wird's auch. Genau diese Mischung. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es laufen wird. So, hier haben wir den Missile-Container. Das finde ich sehr schön.